Hallo und herzlich willkommen zum SHK TV-Magazin. Wie einfach und schnell heute der Nacheichaustausch bei Wasserzählern sein kann, haben wir für das Almess-Messkapselsystem verfolgt. Rohrleitung absperren und Druck entlasten. Chromteile entfernen. Den Kopfring der Messkapsel mit dem Montageschlüssel lösen und die Messkapsel aus dem EAT entfernen. Den Kopfring von der Messkapsel abziehen. Den alten O-Ring entfernen und gegebenenfalls den Dichtungssitz reinigen. Den neuen O-Ring mit dem mitgelieferten Fett einfetten und in das EAT einlegen. Den Kopfring über die Messkapsel schieben. Die Messkapsel gemäß Fließrichtungsfeilen einsetzen. Diese befinden sich im EAT und am Boden der Messkapsel. Dann die Messkapsel fest anziehen. Zählwerk in Ableseposition bringen. Wasser wieder anstellen, Druckprobe durchführen und Drehrichtung des Zählwerks prüfen. Danach Zähler plombieren und das mitgelieferte Montage- und Übergabeprotokoll ausfüllen. Chromteile aufsetzen. Weitere Informationen über den Wasserzähleraustausch erhalten Sie in der Almess Wasserzähleraustauschbroschüre. Das war unsere Reportage für heute. Schon am Donnerstag sind wir mit den Nachrichten wieder für Sie online. Bis dahin, machen Sie es gut.